Und herzlich willkommen zu dem vielleicht lang ersehnten, Folge von meinem Dell Latitude. Das hier ist meine Gold-Ikone, wenn es um Retro-Gaming geht. Das hier ist ein D600. Und das hier ist quasi so ziemlich das Beste, was man im Retro haben kann, wenn es um Bereich Windows geht, also Windows XP. Man merkt, einen super gut erhaltenen Zustand auch. Darüber bin ich sehr froh und ich gebe mir auch sehr viel Mühe, diesen Zustand zu erhalten. Gerade weil ich den Laptop sehr aktiv nutze. Hier schön die Medienbutton, Power-Taster, wunderschönes Keyboard, Trackpad, sogar doppelte Maustasten. Das ist einmal für, wenn man mit Tastatur arbeitet und mit Trackpad, weil er hat nämlich hier oben diesen Trackpad, wie auch die ThinkPads haben. Und dann hat er einmal die Maustasten für, wenn man Touchpad nutzt. Also doppelt gemoppelt. Wie gesagt, bei dem letzten ThinkPad war es ja genauso. Hier unten ist halt die Entriegelung für die Laptop-Klappe. Ansonsten hat er folgende Sachen. So, da haben wir einmal zum Beispiel erstmal die Rückseite. Hier haben wir die Docking, also den Docking-Anschluss. Und ja, das ist auch der erste Laptop, zu dem ich tatsächlich die Dockingstation habe, aber nicht von ungefähr, denn ich habe für dieses gute Stück extra in die Tasche gegriffen und mir das Ding selber gekauft über Amazon. Ein bisschen eingestaubt, weil ich die Dockingstation selber relativ selten verwende. Aber ich wollte sie unbedingt haben, wegen den beiden Grafikausgängen schon mal mindestens. Ja, kann man Dual-Monitor machen. Und es ist auch der erste Laptop, zu dem ich sowohl die Batterie habe, als auch die Batterie noch perfekt funktioniert und auch aktuell aufgeladen ist. Und etwas, worauf ich gleich zu sprechen komme. Was das Ding leider nicht mehr hat, das ist das Einzige, was fehlt, ist die Klappe für die Festplatte. Man sieht, da ist auch aktuell keine Festplatte drinne, sondern da ist eine SSD drinne, also so eine Adapterkarte. Da sieht man schon diesen M2-Anschluss. Das ist eine Adapterkarte, kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das müsste... Ja, ich hab haufenweise SSDs. Fragt mich nicht, hier sind auch ein paar Festplatten. Hier ist auch eine SSHD, also eine Festplatte mit Flash-Speicher drin. Wie gesagt, massig Module. Und hier haben wir auch die Module, um die es dabei geht. Ach nee, stimmt doch, ich habe sogar das Ding. Aber hier ist die originale Festplatte. Stimmt, aber die Dinge hier waren ja angebaut. Ha, das heißt, ich habe sogar das Ding. Nur es ist aktuell ab. Genau, das ist die originale Festplatte, die da mitkam. Da ist auch Windows XP drauf. Ich habe quasi die Festplatte einfach auf die SSD geklont. Und da ist hier so ein Adapter drin, wo also quasi IDE auf, sieht man gerade nicht, weil die SSD auch schon eingebaut ist. Auf eine M2 SATA SSD ist. Und eingebaut ist eine 64 GB SATA M2 SSD. Super schwach, super billig, aber besser als eine HDD. Also hier ist aktuell eine SSD drin. Dann einmal PC-Card, Infrarot-Anschluss. Dann haben wir hier ein bisschen den Kühlergrill. Auf der Rückseite, einmal falsch rum, ich drehe den mal. So. Zweimal USB 2.0, dann einmal S-Video-Ausgang. Modem, LAN, Drucker, VGA und ja, hier auch gutes VGA, das heißt sowohl dieser VGA als auch der, das ist technisch der gleiche, deswegen kann man auch nicht beide gleichzeitig nutzen, geht sowieso nicht, weil die Anschlüsse von der Dockingstation blockiert werden, kann bis Full HD. Ich kann also hier wirklich richtig ordentlich Gaming betreiben. Serial-Anschluss, leider auch wieder diese direkt proprietäre Stromanschluss. Ein Glück habe ich davon drei Netzteile. Das heißt, sollte mir ein Netzteil mal kaputt gehen, kann ich immer noch Ersatz benutzen. Leider ist nur ein Netzteil stark genug, um das Ding zu benutzen. Denn Lenovo kam auf die grandiose Idee zu sagen, wenn man eine Docking-Station benutzt,
brauchst du ein stärkeres Netzteil und das überwacht der Laptop auch. Das heißt, du brauchst wirklich einen Laptop, ein Netzteil mit, glaube, 95 Watt, um das Ding zu benutzen. Wenn du ohne der Dockingstation arbeitest, reicht doch ein 65 Watt Netzteil. Super geniale Lösung, I don't know. So, und auf der Seite, also halt die Seite haben wir schon. Deswegen mag ich Laptops mit SSDs, die kann man schon einfach fallen lassen. So, hier haben wir das CD-ROM-Laufwerk. Bitte scharf stellen. So, genau. Das CD-ROM-Laufwerk, DVD-Laufwerk, pardon. Und hier kommt der geile Clou von der Sache. Wenn du nämlich dieses Ding rausnimmst, hast du einen Schnellverschluss, kannst du dann einfach rausziehen. Und wenn du sagst, okay, ich brauche eh kein CD-ROM-Laufwerk oder DVD-Laufwerk oder, gut, Blu-ray gab es hier nicht, kannst du an der Stelle auch nochmal eine Batterie einbauen. Die hier ist leider schon etwas defekt. Die ist auch nur halb aufgeladen. Mehr lädt sie auch nicht mehr. Das heißt, sie lädt nur noch bis 40% oder 60% oder sowas. Aber du hast hier quasi einen zweiten Akku, den du reinschieben kannst. Und schon hat der Laptop zwei Akkus. Was natürlich mehrere Vorteile hat. Erstens, du hast mehr Strom zur Verfügung. Zweitens, kannst du mehrere von solchen Batterien mitnehmen. Und wenn du dir merkst, okay, einer geht zur Neige, steckst du schnell die Batterie rein und kannst dann, während der Laptop noch an ist, die Batterie rausnehmen, einen anderen vollen reinpacken und dann die Batterie wieder rausnehmen. Und der Laptop bleibt einfach weiter, weil er immer Strom hat. Also ist schon sehr geil. Daran merkt man auch, dass Dell auf Business ausgelegt war. Ist also wirklich ein Business-Laptop. Weil so eine Spielereien hast du halt im Privat-Laptop-Bereich halt nicht. So. Ich meine, heutzutage sowieso nicht mehr. Heutzutage sind die Zeiten auch vorbei. Heutzutage ist alles eingebaut. Aber damals war halt Dell ganz groß dabei, dass du bei diesem Fächer, wo du das CD-ROM-Laufwerk reinpacken konntest, auch immer Batterien reinpacken konntest. Es gab auch noch andere Hersteller, die das bei einigen Modellen hatten. Aber ich glaube, Dell war die einzige Firma, die es wirklich serienmäßig hatte. Also da hatten nahezu alle Laptops das. Und ja, wie gesagt, Dockingstation. Kann man hier raufklicken. Und dann einhändig ist immer sehr geil. Pop. Und schon ist das Ding verbunden. Und Dockingstation wird auch nur zugelassen, wenn du mit Netzteil arbeitest. So kannst du das Gerät nicht einschalten, weil er verweigert den Start ohne Netzteil, wenn eine Dockingstation dran ist. Also da merkt man schon bei Dell, die sind ein bisschen auf die sichere Schiene gegangen. Wenn es auch ein bisschen nervtötend dadurch war, aber gut. Genau, das jetzt mal so zur Hardware. Und dann werden wir nächste Folge Ding mal einschalten und gucken, was da so möglich ist. Bis dann.